Herzlich willkommen zusammen zu einem kleinen Erklärungsvideo. Mit der Platinum Edition gibt es drei neue Missionen. Die schauen wir uns heute ein bisschen näher an. Es gibt einmal eine Mission Baumtransport, Felsen entfernen und Totholz. Was wir in der jeweiligen Mission machen müssen und welche Einstellungen ganz hilfreich sind, dass wir uns mit diesen Missionen hier deutlich besser zurechtfinden, vor allem auch wissen, wo sind die Bäume, wo sind die Felsen, wo ist das Totholz, was gibt es da alles an Tipps und Tricks zu wissen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich würde sagen, ich nehme mal von jeder Sorte eine Mission an. Baumtransport habe ich schon, Felsen entfernen noch und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe jetzt hier drei Missionen angenommen. Gehen wir einmal auf die Übersichtskarte. Und ja, ihr seht hier schon, das sind schon mal so Bereiche eingezeichnet. Also hier müssen wir Holz fällen, hier müssen wir Steine klopfen, da oben müssen wir Holz abholen und liefern. Das sind schon mal gute Anhaltspunkte. Diese drei Punkte werden euch aber nicht zwingend automatisch angezeigt. Und dann sucht ihr quasi auf dem Land. Wenn wir hier auf Land gehen, sehen wir hier die Ländernummern. Da oben ist die 1, das hat die 25, wo halt unsere Missionen sind. Dann wissen wir das, aber das kann ja dann überall sein. Und damit wir einen genauen Punkt rausbekommen, ist eine Einstellung sehr, sehr hilfreich. Und zwar hier bei den Filtern gibt es hier unten Missionen. Wenn ich das hier mal wegmache, dann ist hier Missionen so ausgegraut. Und dann sehe ich die nicht, dann weiß ich nicht, wo liegen die Holzstämme hier. Die können ja hier überall liegen auf Feld 1. Wo sind jetzt genau die Bäume? In welchem Bereich muss ich die fällen? Deshalb ganz wichtig hier, der Missionshaken muss gesetzt sein. Dann sehe ich, wo ich da im Detail hin muss. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt quasi zu diesen drei Orten auf den Weg und schauen uns dann die Mission im Detail an. Fragen wie, darf ich hier nur in dem markierten Kreis Steine klopfen oder Bäume fällen? Gibt es unmarkierte Bäume? Darf ich nur markierte Bäume fällen? Was zählt alles zur Mission dazu? Und natürlich, wann ist die Mission abgeschlossen? Was muss da alles erfüllt sein? Reicht es nur, die Steine zu klopfen oder muss ich die auch wegtransportieren? Und wenn ich die wegtransportiere, kriege ich dann noch einen kleinen Zusatzverdienst? Und wie hoch könnte der ausfallen? All diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. So, hier kommen auch schon meine Arbeitsgeräte. Ich habe hier drei Stück. Man braucht auf alle Fälle einen Meißel. Ich würde sagen, den schnappen wir uns gleich mal. Ich habe zusätzlich jetzt noch einen Anhänger und einen Radlader für dieses Video mit vor Ort. So, jetzt sind wir hier in diesem Bereich. Schaut es euch an. Noch sind wir außerhalb. Sagen, ich laufe mal hier an den Rand ran. So, jetzt sind wir hier am Rand. Und jetzt suchen wir Steine. Wir müssen, wie viele Steine klopfen? 6 Stück. Ich sehe hier schon den ersten. Ansonsten müssen wir halt das Gelände hier mal ablaufen und die Steine suchen. So extrem viele hat es hier gar nicht. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen geschaut. Teilweise sind die Felsen auch außerhalb. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal hin und klopfen den allerersten. Der war ja hier unten. Da. Ihr seht, die Steine, die wir klopfen sollen, die sind auch markiert durch so ein rotes Fähnchen. Schalten wir den mit B an. Einmal senken. Und dann klopft er schon. Dauert ein bisschen, bis der durch ist. Und dann liegt hier ein kleines Steinhäufchen. Da steht dran, er möchte, dass wir die entfernen. So, jetzt haben wir hier passend unseren Steinhaufen. Ich sehe hier außen das nächste rote Fähnchen.
gehen wir da mal hin. Und klopfen da auch. Die Fähnchen verschwinden, sobald wir geklopft haben. Hier ist das dritte dann quasi. Und der war ja noch weiter suchen. Sind wir da durch? Ne, der klopft noch. Jetzt sind wir fertig. Ich habe auch außerhalb schon einen gefunden. Ich würde sagen, wir fahren da schnell mal hin und klopfen den auch. Dann kann ich euch das zeigen. Aktuell müssen wir ja noch 4 Stück machen. Und der war hier oben. Da ist noch einer markiert. Da ist hier noch 2 Stück. Und hier steht schon, du hast keinen Zugang zu diesem Land, obwohl landtechnisch das hier alles zusammengehört. Also hier kann ich tatsächlich nicht klopfen. Ich muss da reingehen und muss die mit den roten Fähnchen suchen, die sich innerhalb von diesem roten Kreis befinden. Ganz, ganz wichtig. So, da ist nämlich noch einer. Könnt ihr mal kurz hier klopfen lassen? Ist der dritte, da ist der vierte. Da hinten hat man noch einen gesehen, das wäre der fünfte gewesen. Hier ist der sechste. Ansonsten finde ich dann hier aber auch keinen mehr. Wir müssen hier auch drin sitzen bleiben, sonst klopft er hier nicht wirklich weiter. Ich würde sagen, klopft mal die nächsten 2, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir schon beim letzten Stein. Ihr seht, die Mission hier ist zu 83% abgeschlossen. Noch ein Felsen steht hier. Der wird hier gerade geklopft. Ging relativ fix. So, damit ist das Ganze hier abgeschlossen und wir könnten die Mission abschließen. Aber dann haben wir keinen Zugang mehr zu dem Land. Wir müssten die ganzen kleinen Steinhäufchen hier gar nicht aufladen. Aber wir können sie zusätzlich aufladen und verkaufen und damit noch ein bisschen was mehr verdienen wie die 2750 Euro durch diese Mission. Ich würde sagen, wir laden die mal auf. Natürlich brauchen wir da auch extra Maschinen. Ich habe mir jetzt hier einmal einen Radlader gegönnt. Ja, ihr seht aber hier, wir können die ganzen Steinchen, die hier rumliegen, leider nicht aufladen. Und somit können wir damit auch nichts anfangen. Wir können hier extra mal reinschauen, damit ihr seht, ja, mit dieser Schaufel hier müssten wir die Steine aufladen können. Das geht aber nicht. Das heißt, hiermit können wir auf jeden Fall nicht mehr verdienen. Nur das, was hier steht, können wir abschließen und dann war es das. Bei der zweiten Mission müssen wir im angegebenen Bereich Totholz entfernen. Ja, die sind bereits markiert und wir können das Holz dann verkaufen. Also, im Gegensatz zu den Steinen, können wir das Holz hier aus dem Wald auch rausholen. Jetzt bin ich hier schon in dem Bereich drin. Schauen wir mal. Da ist ein toter Baum. Ist der auch markiert? Oh ja, der hat ein rotes. Ne, der hat, was soll denn hier abschneiden? Ausrufezeichen und ein Strich heißt hier an dieser Stelle absägen. Machen wir das mal. Das ist Baum Nummer 1. Haben wir hier Nummer 2. Und da haben wir einige hier im Wald. Ihr seht, der Bereich ist relativ groß. Was ist aber mit Bäumen von außerhalb? Habe ich da dieselbe Fehlermeldung wie hier? Weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen was abgeschlossen. 2 Bäume, 11%. Wenn ich jetzt einfach mal rauslaufe, bin ich noch im Bereich. Noch bin ich drin.
Weil der hier, der ist schon gar nicht mehr mal. Doch, der ist auch markiert. Ich wollte schon sagen, der ist nicht markiert. Da hinten. Der ist auf diesem Gelände, aber der ist außerhalb des Kreises und der ist nicht markiert. Genauso wie der hier. So. Seht ihr? Können wir den fällen? Natürlich können wir den fällen. Allerdings kommt jetzt gleich eine Meldung. Oh, du hast den falschen Baum gefällt. Achte auf die Markierungen. Es ist also möglich, dass wir unmarkierte Bäume fällen können. Jedoch bringt es auch einen Nachteil mit sich. Den werden wir bei Abschluss der Mission dann sehen. Also ich würde sagen, ich fäll die mal und leg die an den Weg raus, dass wir die dann verladen können und dann verkaufen können. Kleiner Tipp dazu, um das Totholz zu suchen. Einfach nach oben schauend durch den Wald laufen und ihr seht es dann schon. Die Bäume, die hier oben kahl sind, das sind die Tothölzer. Denn bei diesem Gestrüpp hier irgendwie das Zeichen zu erkennen, beziehungsweise ziemlich hier außerhalb des Circles, darauf sollte man halt auch noch achten. Aber von weitem jetzt, ja, das Symbol hier zu erkennen, bei dem Gestrüpp, vor allem wenn es nur auf einer Seite dran ist, ist natürlich schon schwierig. Man kann sogar frische grüne Bäume fällen hier. Allerdings sind damit auch wieder große Nachteile verbunden. Als kleinen Tipp noch, um auch die richtigen Bäume zu finden, würde ich euch empfehlen, hier einmal außen an der Grenze entlang zu laufen, wenn es hat, dann irgendwie noch an den Wegen. Und dann halt von da aus jeweils ins Gebiet reinschauen. Und da findet man dann doch nach und nach immer wieder mal noch einen Baum, der dann vielleicht doch außerhalb steht. Und der dann nicht dazu zählt. Wir können den jetzt zwar fällen, also wir haben hier jetzt noch 3 Stück zu fällen. Wenn ich jetzt aber den hier fälle, was ein falscher ist, zählt es halt einfach auch nicht zum Fortschritt. Also ich muss schon ja, immer noch 3 wirklich auch die richtigen fällen. Dem her, ja, es ist so ein bisschen wie Ostereier suchen, weil es halt immer schwieriger wird, die richtigen Bäume zu finden, die wir hier fällen müssen. Vor allem bei dem Gestrüpp hier. So, und es gibt in diesem Gebiet hier auch exakt nur so viel markierte Bäume, wie ihr fällen müsst. Das heißt, ihr solltet sehr akribisch vorgehen und das Gebiet nach und nach sauber absuchen. Tut ihr das nicht, so kann es schon mal relativ lang dauern, bis ihr dann tatsächlich alle Bäume gefunden habt. So, damit ist quasi die Mission jetzt abgeschlossen und wir könnten sie auch abschließen. Weil wir falsche Bäume gefällt haben, müssen wir zusätzlich hier noch eine Strafe von 16.000 zahlen. Ich habe insgesamt 4 falsche Bäume gefällt, das heißt es sind so 4.000 pro Baum wahrscheinlich. Mit dem, was wir eigentlich bekommen hätten, müssen wir jetzt sogar was draufzahlen, wenn wir die Mission hier abschließen vollends. Auch noch sehr wichtig ist, dass man vielleicht darauf achtet und die ganzen Hölzer hier zeitnah aus dem Wald rausholt. Am besten direkt nach dem Fällen mit der Seilwinde, weil das Gebiet ist so riesig, wenn ihr einen Baum nicht sofort raustut, den nachher wieder zu finden, wird extrem schwer. Ich würde sagen, wir zersägen die jetzt alle noch, laden die auf und versuchen die zu verkaufen. Ich habe jetzt mal 5 Bäume komplett zersägt, aufgeladen und die nehmen wir jetzt mit. Warum nur 5 und nicht alle? Es würden nicht alle auf den Anhänger drauf passen. Der ist ja jetzt schon ziemlich voll. Wir schauen einfach mal, wie viel das wir für die 5 bekommen und dann können wir das umrechnen, wie viel das wir für die 18 bekommen hätten. Hier habe ich jetzt die Totholzstämme aus unserer Mission. Die werden wir jetzt verkaufen und schauen, wie viel das die uns zusätzlich einbringen. Natürlich werde ich die Totholzbäume zusätzlich noch genauer untersuchen im Rahmen von dem Test, wo ich auch die neuen Bäume teste. So, 24 Euro. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß rumrechnen.
dass sich das nicht wirklich lohnt, sondern einfach umsägen, fertig. Warum ist es so? Es ist Totholz, es hat nur noch einen Brennholzwert. Klar, 24 Euro ist jetzt schon ein bisschen krass im Verhältnis zu den frischen Bäumen, weil Brennholz hat ja auch noch einen Wert, aber ja, das Totholz ist tatsächlich preis- und volumenreduziert. Wir können damit echt nicht viel anfangen. Ich kann das jetzt noch hochrechnen, ja, 75 Euro für das Ganze aufladen und transportieren. Wisst ihr selber, lohnt sich hinten und vorne nicht. Aber damit ist die Mission auch abgeschlossen. Kommen wir zur letzten Mission, die es hier gibt, und zwar Bäume transportieren. Wenn wir die Mission annehmen, das ist die, die am meisten Geld gibt aktuell tatsächlich, dann liegen hier einfach schon mal eine ordentliche Ladung Baumstämme auf 5 Meter gesägt. Wir erkennen die ganz gut an diesem roten Symbol hier mit den Holzstämmen. Wir brauchen dafür irgendwas, um die zu transportieren und irgendwas, um die aufzuladen. Ja, ich habe hier natürlich jetzt extrem große Maschinen mitgenommen und da müssen wir jetzt anfangen aufzuladen. Ihr könnt natürlich auch ein kleineres Gefährt nehmen, ja, das dauert dann halt etwas länger. So, ich habe hier 3 Greifzangen voll und dann bin ich wahrscheinlich auch schon fertig mit Aufladen. Solange ich den Anhänger nicht mitdrehe. Das ist natürlich jetzt am Hang ein bisschen schwieriger. Aber wir kriegen das gemeistert. So, da sind die ersten drauf. Dann lade ich den Rest jetzt auch voll auf. Voll geladen ist mein Wagen und den fahren wir jetzt zum Sägewerk. Steht ja auch im Auftrag mit dran, wo der hin muss. Und zwar zum südlichen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Da bringen wir die hin, verkaufen die und dann ist der Auftrag auch abgeschlossen. So, der Anhänger ist angekommen und wir können jetzt auch dieses Holz hier noch verkaufen. So, dafür kriegt man nicht sonderlich viel. Kleinen Obolus von 25 Euro. Das meiste bekommen wir über die Mission. Schauen wir abschließend nochmal in die Missionen hier rein. Da sind sie. Wir sehen, wir mussten hier einige Bäume transportieren. Ja, hier waren es 11. Ich glaube, das waren jetzt eher 18 oder so. Je nachdem, wie viel das ist, kriegen wir hier Geld. Aber 10.000 für die paar Stämme ist schon ordentlich. Während hingegen wir hier 18 Stämme, 18 tote Bäume fällen mussten für 2.700 Euro. Klar, 2.700 Euro haben oder nicht haben, ist schon ein Unterschied. Aber für das, dass wir uns da im Wald zu Tode gesucht haben teilweise, um die Bäume überhaupt zu finden, welche da jetzt markiert sind, und falsch geben dann noch Abzug, das ist eher deutlich unterbezahlt. Ist zwar ein nettes Gimmick, kann man nutzen, ja, so ein-, zweimal machen, aber so auf die Dauer, finde ich, bekommt man hierfür viel zu wenig. Felsen entfernen, 6 Stück, 2750. Ja, wenn man mal betrachtet, dass man es nur mit einem Fahrzeug machen kann, das relativ langsam dahin fährt, alternativ einen teuren Auflieger zum Transport bräuchte, kann man machen, wenn es direkt hier in der Umgebung ist. Ist auf alle Fälle aus meiner Sicht deutlich lukrativer wie das Totholz. Wenn ich jetzt aber weite Anfahrtswege habe, dann würde ich es tatsächlich doch auch eher lassen. Die Mission, die sich tatsächlich lohnt, ist einfach hier der Baumtransport. Simpel, einfach und schnell zu erledigen. Ich kann auch einfach einen Traktor mit Frontlader nehmen, habe ich auch schon gemacht in meinem Livestream, könnt ihr gerne noch reinschauen. Die Hölzer aufgeladen hinten drauf, dann brauche ich nur ein Gefährt, brauche keine 2 Fahrzeuge, die dahin fahren. Und es geht ratzfatz und gibt auch ordentlich Geld, würde ich sagen.
für die Zeit, die wir da reinstecken. Weil, wie gesagt, bei den anderen Zweien hier, da mache ich in meinem eigenen Wald schneller mehr Geld durch Bäume fällen, wie hiermit. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen hoch da und dann macht's gut. Bis nächstes Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.